Herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Solarkonzern Meyer Burger. Aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich Vivian Spanberg von Vontobel. Ja, Frau Spanberg, wir hatten zuletzt Anfang Juli über Meyer Burger gesprochen. Damals hatten Sie gesagt, dass man schauen muss, was in den nächsten Monaten kommt. Und jetzt gibt es tatsächlich spannende Neuigkeiten. Meyer Burger plant eine Produktionsstätte für Hochleistungsmodule, Solarmodule in den USA. Was bedeutet dieser Schritt für das Unternehmen? Also Meyer Burger ist ja immer mehr dabei, sich eben vom Zulieferer zum Hersteller zu mausern. In Deutschland haben sie das schon relativ gut gemacht. Da haben sie schon einzelne Produktionsstätten aufgemacht und produzieren da schon fleißig. Jetzt soll ein neues Land dazukommen und das ist die USA. Und hier begründen sie vor allem auch den Schritt dadurch, dass sie hier Wachstumschancen sehen, aber auch eben die politische Chance gerade in der Solarindustrie, die hier gestärkt werden soll. Deshalb geht Meyer Burger geplant dann auch in Richtung der USA. Hier wollen sie die Produktionsstätten dann eröffnen und das wollen sie dann ungefähr in Produktionsstart 2022 und wie oder wo sie das genau machen wollen, wollen sie Ende dieses Jahres dann bekannt geben. Hier wollen sie auch vor allem dann mit USA ansässigen Unternehmen auch zusammenarbeiten, also dass auch gerade die Teile, die sie nicht selbst oder die sie auch zur Produktion benötigen, eben auch aus den USA kommen, was das Produkt dann eben auch noch nachhaltiger gestalten soll. Und am Ende des Tages wollen sie dann eine ganze Reihe von Solarprodukten eben auch in den USA anbieten. Und das ist nach den Deutschen und auch vor allem nach der deutschen Produktionsstätte natürlich ein richtiger Schritt, gerade wenn man sich vielleicht auch mal den Twist zwischen China und auch den USA anschaut. Da wird vielleicht der ein oder andere chinesische Solarhersteller hier hinten runterfallen und dann vielleicht Meyer Burger doch den ein oder anderen Auftrag mehr hier bekommen. Jetzt haben Sie schon die Produktionsstätten in Deutschland angesprochen und bei der Bundestagswahl in Deutschland sind ja jetzt die Grünen drittstärkste Partei geworden. Dementsprechend dürften Klimaschutz und erneuerbare Energien ein wichtiger Bestandteil der Politik in den kommenden Jahren sein. Erwarten Sie dadurch auch einen Schub für Meyer Burger? Also wie der Name schon sagt, die Grünen haben sich die grüne Energie auch auf die Fahne geschrieben und haben ja auch gerade in ihren Wahlkampf Katalogen oder Programmen auch relativ viel über die Klimapolitik eben geschrieben. Sie haben vor allem auch die Solarbranche hier explizit genannt. 1,5 Millionen neue Solardächer soll es zum Beispiel in den nächsten 4 Jahren in Deutschland geben und hier vor allem auch explizit dann auf die Solarindustrie natürlich hingewiesen werden. Aber die SPD ist zum Beispiel auch als stärkste Kraft hier nicht wirklich faul gewesen, wenn es um Klimapolitik geht. Hier haben Sie zum Beispiel gesagt, dass Sie vor allem verstärkt auch dahin investieren wollen, also beispielsweise auch, dass neue Dächer oder Ähnliches dann verpflichtend werden, hier mit Solarmodulen ausgestattet zu werden. Die SPD sagt, dass sie bis 2040 Strom vollständig aus erneuerbaren Energien hier machen möchte oder gewinnen möchte und das auch vor allem dadurch, dass alle geeigneten Dächer mit Solarmodulen ausgestattet werden. Was jetzt so geeignete Dächer sind, ist erstmal abzuwarten. Und vor allem auch die Koalition, die am Ende gebildet werden, ist natürlich dann auch erst noch nicht so, ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Aber man muss schon sagen, dass natürlich die Klimapolitik gerade für Deutschland jetzt immer wichtiger wird, was man eben auch in den aktuellen Bundestagswahl gesehen hat, dass es auch für junge Menschen immer wichtiger wird. Und die beiden großen Parteien, die gewonnen haben, wenn man die CDU jetzt mal rausnimmt, dass die sich das eben diese Klimapolitik relativ stark auf die Fahnen geschrieben haben. Und da ist doch gerade ein Schweizer Unternehmen, das Made in Germany produziert, doch vielleicht der richtige Ansprechpartner. Und es könnte für Meyer Burger dann doch schon relativ lohnenswert werden. Dann schauen wir uns mal die Zahlen von Meyer Burger für das erste Halbjahr an. Die Bilanz stand ja noch ganz im Zeichen der Neuausrichtung. Was lässt sich denn aus den Zahlen alles herauslesen? Ja, bei Meyer Burgers Zahlen sieht man doch schon wirklich die Transformation vom Zulieferer zum Hersteller. Sie sind halt noch in der Geschäftsfeld vom Zulieferer hier gewesen und diese ist dann auch immer noch abnehmbar gewesen. Für die Herstellung haben sie keinen Umsatz gefahren, aber sie haben 18 Millionen Schweizer Franken Umsatz gemacht in dem Bereich, den sie immer noch ein bisschen bewirtschaften, nämlich die Zulieferung. Die läuft aber jetzt auch langsam aus und die Transformation ist eigentlich so jetzt auch abgeschlossen, sagt der CEO, aber man sieht es noch nicht wirklich in den Zahlen. 18 Millionen Schweizer Franken Umsatz, EBITDA haben sie dann aber 30 Millionen hier gefehlt und unterm Strich haben sie einen Verlust von 37,2 Millionen Schweizer Franken angeben müssen. Für viele Analysten, für viele Anleger jetzt nicht wirklich überraschend, gerade weil sie halt gerade in der
Transformation mittendrin stecken und hier noch das ein oder andere Millionchen bestimmt investieren müssen. Aber man hat hier immer mehr Ausschau gehalten nach den Angaben der Transformation. Ist es irgendwas Auffälliges gewesen? War irgendwas, was jetzt nicht so gut gelaufen ist? Da haben sich dann verstärkt die Analysten und auch die Anleger hier die Ohren gespitzt. Das war nicht der Fall. Also sie sind eigentlich relativ positiv durch das Jahr gekommen, auch gerade die Produktionsstätten in Deutschland. Das war sehr positiv, dass sie seit Juni eigentlich hier up and running sind. Nichtsdestotrotz wurde der Ausblick auch für 2023 und für 2027 bestätigt. Und der CEO hat zwar keine konkreten Zahlen genannt, aber gesagt, der Auftragsbestand oder der Eingang ist hier Quartal 4 diesen Jahres völlig ausgelastet. Das bedeutet, sie sind eigentlich ausverkauft. Aber man sagt auch immer oder man muss auch dazu sagen, dass man natürlich erstmal schauen muss. Gerade diese Transformation muss jetzt stimmen und sie müssen auch als Hersteller sich etablieren können. Und das sieht man am Ende des Tages immer nur, wenn man die Umsätze dann auch hier wirklich sieht. Aber die Bilanz, die sie jetzt vorgelegt haben, war zwar rot, es gab aber auch keine größeren Überraschungen. Jetzt haben Sie die Perspektiven schon mal ein bisschen angesprochen. Sie haben auch gesagt, CEO Günther Erfurt hat die Transformation als abgeschlossen bezeichnet. Die langfristigen Perspektiven sieht Meyer Burger positiv. Ziel ist es, 50 Großhändler auf die Kundenliste zu bekommen. Wie sehen Sie jetzt die weiteren Aussichten, gerade jetzt auch mit Blick auf die Konkurrenz? Bei Meyer Burger muss man schon sagen, sie haben schon ein relativ großes Stück noch vor sich. Also sie haben die Transformation ja eigentlich abgeschlossen, wie der CEO auch schon gesagt hat. Aber jetzt muss auch, wie man so schön sagt, geliefert werden. Die Fortschritte, die sie gemacht haben, scheinen aber schon beachtlich zu sein. Gerade die Produktionsstätten, die in Deutschland halt schon die Module und auch die Zellen herstellen, laufen hier auf Hochtouren. Aber sie müssen sich auch einen gewissen Namen machen. Den haben sie in dem Bereich schon als Zulieferer, aber sie sind auch eben dafür bekannt, dass sie die Technologie sehr fortschrittlich machen. Sie sind aber auch dafür bekannt, der teuerste im Markt zu sein. Und das müssen sie eben mit Qualität ausgleichen. Konkurrenten, beispielsweise SunPower, Jinko Solar oder Canadian Solar, wollen sie gerade dadurch schlagen, dass sie Made in Germany, based in Switzerland verkaufen. Und das wollen sie auch eben gerade durch die Qualität, die sie bringen. Aber das kommt dann am Ende auch auf den Preis. Sie sind einer der höchsten Preise in der Solarindustrie. Und das wollen sie eben gerade durch Verkauf von Qualität und ihrem Namen in Zusammenspiel machen. Dadurch haben sie eigentlich auch höhere Margen zu erwarten. Und sie müssen aber natürlich die Produkte auch erstmal absetzen. Aber dieses Made in Germany-Siegel ist gerade natürlich, wenn man sich jetzt auch mal nochmal die Bundestagswahl anschaut, für die deutsche Industrie auch wichtig. Da wird dann auch lieber in Deutschland wahrscheinlich eingekauft. In den USA wird dann wahrscheinlich auch aus den USA-based Produktionsstätten doch eher eingekauft, als wenn man sich das aus China holt. Und gerade der Trade-Konflikt ist hier natürlich auch noch so das ein oder andere Thema. Deshalb für Meyer Burger gegen die Konkurrenz zwar teuer, aber sie haben auch eben das ein oder andere Merkmal, dass sie eben auch relativ gut verkaufen können. Zum Schluss wollen wir dann natürlich nochmal auf die Aktie schauen. Bei unserem letzten Gespräch über Meyer Burger hatten Sie auf die hohe Volatilität hingewiesen. Das hat sich auch in den vergangenen Monaten bewahrheitet. Was sagen denn die Analysten in der aktuellen Situation? Die Volatilität der Meyer Burger Aktie wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren nicht wirklich ändern. Gerade dadurch, dass die Aktie relativ tief notiert, bei ungefähr 38 Rappen aktuell, macht sie natürlich auch manchmal das ein oder andere zum Spekulationsobjekt. Wenn man mal Bloomberg Analysten anschaut, die die Aktie raten, sieht das 12-Monats-Durchschnittskursziel bei der Meyer Burger Aktie bei ungefähr 62 Rappen. Das sind 60%, die Aktie hier laut Bloomberg Analysten noch machen könnte im 12-Monats-Verlauf. Und die Aktie an sich raten die Analysten mit 72 Buy, 14 Hold und 14 Sell Ratings. Hier muss man aber auch noch dazu sagen, dass 7 Analysten diese Aktie covern. Also ist der Aussagekraft der breiten Masse jetzt nicht wirklich geschuldet. Und die Aktie ist halt auch immer mal wieder zu Spekulationen verfallen und auch relativ anfällig dafür, wenn jetzt mal eine kleine Negativ-News vielleicht kommen könnte. Deshalb, das Rating an sich ist auf der Buy-Side angesiedelt, aber dadurch, dass die Aktie eben hochvolatil ist, sollte man sich hier vorher wirklich gut überlegen, ob man in die Aktie investiert. Sagt Vivien Spanberg von Vontobel. Vielen Dank. Danke. Das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Solarkonzern Meyer Burger. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.